zauberhaftes Licht über den kleinen, grünen und ockerfarbenen Inseln. Einzigartige Farben über einem Meer voller Legenden. Der Golf von Morbihan ist eine ganz außergewöhnliche Meeresbucht. Eine der schönsten Buchten der Welt. Und im Herzen dieser Bucht, direkt am Meer gelegen, liegt die Perle des Golfs, die Stadt Wann. Mathieu segelt schon seit seiner frühesten Kindheit auf dem Golf von Morbihan. Und wenn er auch als Fotograf die ganze Welt bereist, fühlt er sich doch hier am wohlsten. Nach ein oder zwei Krebsen tauchen, für ihn gibt es nichts Besseres, um wieder neue Energie zu tanken. Bei seiner Rückkehr vom Meer passiert er die Halbinsel Conlo, wo er an Justine vorbeifährt, die an diesem idyllischen Ort für ihre Prüfung lernt. Sie schätzt die ungestörte Ruhe auf dieser Landzunge mit Blick auf den Golf in Richtung der Inseln Île d'Ar und Île aux Moines. Sie beschließt, einen Umweg entlang der Stadtmauer von Wann zu machen, wo das Festival der Meeresfotografie für einen Monat Quartier bezogen hat. Dieses Festival im Herzen der Stadt verleiht den wunderschönen alten Gemäuern neue maritime Farben. Ein maritimes Kulturereignis der besonderen Art. Und schon nehmen hunderte historische Segelboote Kurs auf Wann, um an einer anderen großen maritimen Veranstaltung teilzunehmen, der Woche des Golfs. Ein einzigartiges Schauspiel, das alle 2 Jahre stattfindet und bei dem sich auf dem Meer historische Segelboote und ihre Besatzung an Eleganz übertreffen. Mathieu, seinen Fotoapparat immer bei sich, verewigt einige der schönsten Momente dieser herrlichen Segelschiffe im Golf. Am Abend taucht der Hafen der Stadt zur Freude der Besucher komplett in die Farben vergangener Zeiten ein. Das maritime Wann ist auch eine dynamische und aufstrebende Stadt, die einen ausgezeichneten Ruf für ihre wirtschaftliche Attraktivität, ihren Zusammenhalt und ihre Lebensqualität genießt. Die nur eine Autostunde von den bretonischen Metropolen Rennes und Nantes entfernte historische Stadt zieht insbesondere auch junge Familien auf der Suche nach einem harmonischeren und nicht so hektischen Alltag an. So zum Beispiel Gilles und Cathy, die nach einer erfolgreichen Karriere in Paris nach Wann gezogen sind, um nach der Arbeit mehr Zeit mit ihrem kleinen Sohn Adrien verbringen zu können. Sie treffen heute auf dem Markt auf Justine, die hier ein paar Stunden die Woche arbeitet, um ihr Chemiestudium zu finanzieren. Denn Wann ist auch eine bedeutende Universitätsstadt mit einer Ingenieurhochschule, einem technischen Hochschulinstitut und der Universität der Südbretagne, die verschiedenste naturwissenschaftliche Studiengänge anbietet. Die Jugendlichen aus Wann haben somit die Möglichkeit, ganz in ihrer Nähe an einer modernen Einrichtung zu studieren, die es sich zum Ziel gesetzt hat, jedem Studenten ein Maximum an individueller Betreuung zu bieten. Zudem ist den Universitäten daran gelegen, berufsorientierte Abschlüsse anzubieten, die sich am Bedarf der Region orientieren. Daher wird Justine vielleicht eines Tages für das sehr erfolgreiche Unternehmen Meabon arbeiten, das die weltweit größten Konzerne der Transportindustrie, wie zum Beispiel Airbus, beliefert. Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen für einen außerordentlich wirksamen Oberflächenschutz gegen alle Arten von Umwelteinflüssen. Das in Wann gegründete Unternehmen Meabon ist heute auf der ganzen Welt vertreten. Gilles arbeitet bei der Firma Multiplast, einer der namhaftesten Firmen des Wettbewerbclusters für den Bootsbau in Wann. Das direkt an den Ufern des Golfs angesiedelte Unternehmen ist weltweit der führende Hersteller von Katamaranen für den Regatta-Einsatz.
Die vom Gilles Ollier Design Team entwickelten und in der hauseigenen Werft gebauten Wunderwerke aus Carbon- und Verbundwerkstoffen nehmen an den weltgrößten Regatten teil. Um mit der demografischen Entwicklung der Stadt Schritt zu halten, entstehen im Umkreis von Vannes zahlreiche neue Stadtviertel, bei denen auch an die Einrichtung von Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder gedacht wurde. Cathy arbeitet in einer dieser Kindertagesstätten in Tournique als Erzieherin. Gemeinsam mit ihren Kollegen betreut sie mit viel Liebe die Allerkleinsten, während deren Eltern unbesorgt ihrer Arbeit nachgehen können. Doch Vannes ist nicht nur eine wirtschaftlich dynamische, sondern auch eine sehr junge und sportliche Stadt. So ist Mathieu zum Beispiel ein begeisterter Fallschirmspringer und Mitglied des Fallschirmspringervereins Vannes Mökung. Heute springt er zum ersten Mal allein. Ein absoluter Adrenalinkick und ein unglaubliches Glücksgefühl, die Welt aus 1500 Meter Höhe zu sehen. Noch dazu, wenn man über einer so atemberaubend schönen Landschaft wie dem Golf von Morbihan und seiner Heimatstadt schwebt. Für Justine ist heute ein großer Tag. Sie hat ihre Großeltern eingeladen, einer Probe eines Stückes zuzuschauen, das sie in einigen Tagen im Palais des Arts et de la Culture, dem Kunst- und Kulturpalast der Stadt, aufführen wird. Sie interpretiert mit ihrer Truppe auf der größten Bühne der Bretagne ein Stück, das modernen Tanz mit bretonischen Traditionen verbindet. Zur gleichen Zeit treffen wir in den malerischen Gärten Jardin de Lumière erneut auf Mathieu, wo er die allerschönsten Momente des Jazzfestivals von Vannes ablichtet. Ganz Vannes ist im Jazzfieber. Von der Bühne in den Lumière-Gärten, auf der bereits die bekanntesten Jazzmusiker aufgetreten sind, bis zu den Stufen vor dem Rathaus, verwandelt sich die ganze Stadt in eine Jazzmeile. Und dann gibt es da natürlich noch das historische Stadtfest, auf dem man die Geschichte der Stadt dank der vielen kostümierten Teilnehmer bildhaft nacherleben kann. Gilles, Cathy und ihr kleiner Adrien schauen sich mit Begeisterung die Umzüge und Vorführungen an, die die gesamte Stadt mit Leben erfüllen. Nach Einbruch der Dunkelheit geht das Schauspiel weiter, mit wundersamen Konstruktionen aus Metall und Licht. Und schließlich gibt es jedes Jahr am Wochenende um den 15. August herum noch die Fête d'Arvor, wo zur größten Freude der Bewohner von Vannes und ihrer Gäste die bretonische Kultur festlich begangen wird. Denn Vannes ist eine weltoffene und gastfreundliche Stadt, die neben wirtschaftlicher Dynamik und hoher Lebensqualität auch kulturelles Flair zu bieten hat.